hier ist Alexandra von Ruhe Energie. Ich habe gestern einen Artikel gelesen darüber, dass eine Dame geschrieben hat, dass der Veganismus jetzt ein Trend ist. Und dass viele Leute das jetzt aus gesundheitlichen Gründen machen und nicht wegen der Tierrechte. Und da das Thema auch bei uns immer wieder mal aufkommt, dass wenn man das nicht aus Tierrechtsschutzgründen macht, dass man ja dann kein richtiger Veganer ist, also wenn man das nur aus egoistischen Gründen macht. Und da möchte ich natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen meinen Senf dazu geben, weil ich das ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, was da jetzt das Problem ist. Und ich verstehe auch nicht, warum das jetzt schlimm sein soll, dass Veganismus jetzt ein Trend ist. Es geht ja erstmal darum, alles hat mal mit einem Trend angefangen, ja, also auch Bio hat mal mit einem Trend angefangen und das war für eine kleine Gruppe mit einem höheren Einkommen, ganz klar. Und inzwischen gibt es Bio überall, auch im Discounter und so ist es mit dem Veganen ja auch im Endeffekt. Ja. Inzwischen kriegst du auch bei Penny und Lidl und Aldi kriegst du auch vegane Produkte wie Tofu und so, man kriegt es jetzt nicht so in so einer ausgefallenen Produktpalette, aber es ist im Kommen und ich finde, das ist ja ein schöner Trend, oder? Und nichts Verwerfliches, dass man jetzt sagen könnte, jetzt ist es nur was für die elitäre Masse und das kann ich mir nur leisten, wenn ich einen dicken Geldbeutel habe. Im Gegenteil, also das wurde in diesem Artikel eben auch angesprochen, dass Veganismus viel teurer ist. Kommt drauf an. Also wenn du dich halt natürlich nur von Ersatzprodukten ernährst und dir Bio-Sojasahne kaufst und Bio-nachgemachten Käse, dann wird es mit Sicherheit sehr teuer, ganz klar. Aber wenn man sich von der Basis ernährt sozusagen, also von Reis, Kartoffeln, Nudeln, Gemüse und Hülsenfrüchten, dann glaube ich nicht, dass das wirklich teurer ist. Im Gegenteil, dann ist es billiger, weil auch Käse und Wurst und Fleisch kosten Geld, ja, ganz klar. Und ist es jetzt schlimm, dass ich mich als Veganer aus gesundheitlichen Gründen vegan ernähre? Ist das jetzt so verwerflich? Also man muss mal sehen, natürlich ist es schlimm, dass Tiere ausgebeutet werden, dass es Massentierhaltung gibt und das ist auf keinen Fall unterstützenswert. Deswegen ist es ja egal, ob ich das jetzt auch aus für mich gesundheitlichen Gründen mache, ist der Effekt ist doch derselbe. Es wird kein Fleisch mehr gegessen und kein Käse mehr konsumiert. Also kommt es den Tieren ja trotzdem irgendwie zugute, ja. Und man muss ja auch sagen, wenn jemand das aus gesundheitlichen Gründen macht, verringert er damit sein Risiko auf Herzinfarkte und sonstige Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf Diabetes und entlastet damit die Gesellschaft. Also das ist ja jetzt auch nicht zu verachten. Ja? Also es ist ja auch ein gesamtpolitisches und soziales Verhalten. Also ich bin absolut der Meinung, man sollte das natürlich nicht vernachlässigen und sagen so, ach, das ist mir alles wurscht. Aber ich glaube nicht, dass Leute, die sich irgendwann mal, dass die angefangen haben, sich vegan zu ernähren und also wenn die das dann noch längere Zeit durchhalten, ja, dass dann das Bewusstsein auch entsteht. Ja, was habe ich da eigentlich all die Jahre gemacht? Also das war bei uns ja auch so. Wir haben das aus gesundheitlichen Gründen angefangen. Und da war am Anfang war schon auch noch so dieses, naja, aber wenn wir dann in Urlaub fahren, werden wir das wahrscheinlich jetzt nicht so durchhalten können. Und dann gucken wir mal und so. Und das war dann aber nach 3 Monaten, als wir dann wirklich in Urlaub gefahren sind, war dieses Thema überhaupt gar kein Thema mehr. Das war für uns ganz klar, dass wir das jetzt für immer machen und unser Leben lang machen. Und dass wir das jetzt auch eben diese Tierrechtssache mit ganz anderen Augen sehen. Das ist einfach so, wenn man dann anfängt, ist es unheimlich schwierig, sich darüber im Klaren zu sein, was man so die letzten 10, 20, 30 Jahre da fabriziert hat im Endeffekt. Und ich glaube, dass es für viele Leute einfacher ist, erstmal aus egoistischen Gründen, so sind die Menschen halt nun leider einfach mal, wir sind halt alle Egoisten. Und ich glaube, dass es für viele einfacher ist zu sagen, okay, ach, ich mache das aus gesundheitlichen Gründen, dann geht es mir besser, das ist ja toll. Und dann kann ich dann irgendwann, werden diese Leute auch verstehen, dass es für die Tiere auch nicht dass es auch für die Tiere besser ist und für alles andere auch die Umwelt. Also ich meine, ich kann ja sagen, ich mache das aus umweltpolitischen Gründen, ja. Also ich finde, das ist ein bisschen von oben herab, dann zu behaupten, die Leute, die das aus gesundheitlichen Gründen machen, sind schlechtere Veganer oder sind womöglich überhaupt keine Veganer. Also ich finde, aus welchem Grund man auch immer das macht, wenn man dabei bleibt, tut man allen was Gutes und
Da kam auch nochmal dieser Begriff der Flexitarier. Da muss ich, möchte ich auch noch was zu sagen. Also für mich ist es auch so, dass für mich ein Flexitarier nicht jemand ist, der, der zwischendurch mal einen Apfel isst oder mal ein Tofu-Würstchen. Ja? Das ist für mich kein Flexitarier. Sondern Flexitarier sind Menschen, die sagen, ich ernähre mich überwiegend vegan oder auch vegetarisch. Ja? Zu Hause, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, aber da ich vielleicht zum Beispiel viel unterwegs bin und nicht die Möglichkeit habe, das immer komplett durchzuziehen oder... dass wenn ich jetzt mal eingeladen bin bei der Familie und ich jetzt nicht jedes Mal diese Lust habe, mich mit denen auseinanderzusetzen, dass ich dann mal Fleisch esse, ja. Bewusst dann zu sagen, jetzt esse ich halt einfach mal dieses eine Mal mit der Familie Fleisch, aber dann ernähre ich mich wieder vegan oder vegetarisch. Das ist für mich ein Flexitarier und nicht jemand, der sagt so, ach, ich habe Tofu-Würstchen gegessen, ich bin jetzt Flexitarier. Das zählt für mich jetzt nicht, ja. Also da muss man dann halt auch mal ein bisschen gucken, und diese Dame, die den Artikel geschrieben hat, die lebt in München. Vielleicht ist es in München alles auch ein bisschen anders mit der Schickeria und sowas. Ich fand auch den Artikel, sie hat sich teilweise auch widersprochen, ja, wo sie dann sagte so, ja, das wäre jetzt irgendwie, es wäre ja so teuer, aber andererseits wäre es ja eigentlich total einfach und günstig. Und dann hat sie wieder gesagt, so, man findet ja auch keine Restaurants, es ist ja schwer für die Leute durchzuhalten. Also wir wohnen auf dem Land und wir gehen jetzt zwar nicht so oft essen, aber ich, klar, es ist nicht das Einfachste. Ich kann nicht sagen, ach, ich gehe jetzt in irgendein Restaurant und habe hier 5 vegetarische oder vegane Gerichte zur Auswahl. Aber es ist jetzt auch nicht so schwer. Also das ist so, ich fand diesen ganzen Artikel so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und muss da sagen, das war nicht so durchdacht, was sie sich da irgendwie zurechtgelegt hat. Und nur um die Leute jetzt zu kritisieren, dass sie das jetzt nicht aus Tierrechtsschutzgründen machen und Attila Hildmann zu kritisieren, weil er das irgendwie, weil er den Veganismus publik gemacht hat. Also das ist auch so dieses... Da wird er kritisiert, ja, weil er es publik macht, ja, und prominent macht den Veganismus, ja, aber in den Konsum zerrt, ja. Das eine geht aber nicht ohne das andere, ja. Wenn sich was verändern soll, dann muss es die breite Masse treffen. Und die wird nur getroffen, wenn man das dann in die Öffentlichkeit zerrt. Wie stellt ihr euch das denn anders vor? Ja? Soll das alles klein und heimlich und so und das wird dann unterwandert und unterlaufen und so? So funktioniert es nicht. Ja? Du musst irgendwas breit vorstellen und wenn es alle gut finden, dann verändert sich was. Und wenn es niemand weiß, dann verändert sich auch nichts. Ja? Und jetzt muss man ganz klar sagen, irgendwie... 1% der deutschen Bevölkerung ist vegan. Ja. Ich finde, dafür gibt es schon relativ viel Angebote und relativ breites Interesse daran auch. Und es wird immer größer. Und das ist doch der Sinn der Sache, dass es eben noch mehr Leute gibt. Und aus welchen Gründen auch immer, die vegan werden und vegan bleiben, bleibt doch eigentlich wurscht. Ihnen geht es besser, den Tieren geht es besser, der Umwelt geht es besser. Ja, und das ist doch das, was wir eigentlich erreichen wollen, dass es allen besser geht und dass es allen gut geht. Und so soll man das doch einfach auch stehen lassen, oder? Gut, dann bis bald. Macht's gut. Tschüss. Es ist so, dass ich nicht verstehe, warum ich früher das nicht so wahrhaben konnte oder wahrhaben wollte, dass das so schlimm ist mit dem Fleisch. Es geht mir jetzt hauptsächlich um den Fleischkonsum mit Milch und Eiern. Das ist auch sehr, sehr schlimm. Aber wenn man im Prinzip Bilder sieht von Tieren, wie die gehalten werden und wie die umgebracht werden, das ist eine Sache, das ist mir nicht klar, warum ich das...